Ja, guten Tag. Hallo, einen schönen Tag. Ja. Knusprig, oder? Knusprig, knusprig hier, ja. Ja, hallo. Hallo, hallo, rede ich mit Homes Actuell? Ja. Ja, hallo, Actuell, ich grüße Sie. Ich heiße Christian Herrmann. Hallo meine lieben Kakerlaken-Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch zwei Telefonate mitgebracht. Ihr habt es schon gehört. Unter anderem heute den Herrn Homer Sexuell. Ein Namensvorschlag aus den Kommentaren. Der Knusprig Knusprig ist natürlich auch wieder mit am Start. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefonaten. Ja, guten Tag. Hallo, einen schönen Tag. Ja. Knusprig, oder? Knusprig, knusprig hier, ja. Immer sagen, das ist am Apparat. Erstens, wie geht es Ihnen? Läuft alles gut bei Ihnen? Ja, warum möchten Sie das wissen? So, ich rufe Sie an als ein Signalgeberin wegen der Rückfragen auf die Finanzinformationen. Was ist denn eine Signalgeberin? Ich gebe hier Signale, wie Finanzmarkt in der richtigen Form funktioniert und wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren. Aha. So, ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Erstens, ich wollte sehr gerne wissen, ob Sie Erfahrung mit Finanzmarkt haben. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Es geht über Finanzmarkt, über Krypto, Forex, Aktien und so weiter. Es ist eine Online-Möglichkeit, Profite zu generieren oder zu machen. Aha. Haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Ich haben Sie schon trotzdem etwas nicht, probiert? Was Sie das angeht. Warum möchten Sie das dann mein wissen? Mein lieber Herr, es geht über Finanzmarkt. Ja, das und ich habe wollte ich verstanden. Sehr gerne Ihnen einen Weg zu zeigen, wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren, etwas Geld zu machen. Sie meinen wohl, Sie möchten mir einen Weg präsentieren, wie Sie sich selber mein Geld in eine Tasche stopfen und sich dann aus dem Weg machen, oder was? Ja, Sie müssen zum Beispiel eine Investition machen, danach Sie können mehr Geld verdienen. Mhm. So nennt man das also heute. Noch einmal bitte? Mhm. Ja, also heute haben wir wieder eine ganz besonders nette Betrügerin dran, die, der deutschen Sprache nicht mächtig ist und einfach ihr Skript darunter rattert. Sie hört überhaupt nicht zu, weil eigentlich hat sie ja jetzt hier schon mitbekommen, dass der ganze Verkauf von vorne bis hinten keinen Sinn machen wird. Wir haben uns ja eigentlich schon verraten. Ja, aber so ist es eben, wenn man von einem Betrüger-Callcenter anruft. Dann hört man halt eben nicht richtig zu. Das liegt ganz einfach daran, dass die Mitarbeiter ja euch eben nur abzocken sollen. Die sollen einfach nur den Leitfaden vorlesen und keine wirklichen Informationen geben. Das ganze Gespräch und die Freundlichkeit im Gespräch, sofern sie denn vorhanden ist, dient eigentlich nur dazu, den Kunden am Telefon zu behalten und ihn irgendwie durch dieses Skript zu bekommen. Und am Ende, wenn ihr das Geld eingezahlt habt, meldet sich dann nie wieder einer. Die Telefonnummern, mit der die euch anrufen, die sind gespooft, das bedeutet nicht echt, sie sind gefälscht. Versucht man zurückzurufen, landet man entweder bei einer Privatperson zu Hause, bei irgendeiner fremden Firma oder der Anschluss, der existiert erst gar nicht. So, ich wollte sehr gerne unsere Arbeit zu präsentieren. So, Sie haben keine Erfahrung mit Finanzmarkt, oder? Ich habe Ihnen darauf jetzt Sie bereits schon eine Antwort gegeben. Aber ich habe nicht das... sehr gut verstanden. Ja, das merke ich schon. Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte? Ich sag, das geht Sie nichts an. Was geht nicht an? Ja, die Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben. Meine liebe Herr, ich habe gesagt, haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Ja, und ich habe Ihnen jetzt schon mehrfach darauf geantwortet, aber scheinbar scheint ja Ihre Intelligenz nur 3 Meter Feldweg zu betragen. Das kriegen Sie wohl irgendwie in Ihre Denkmurmel nicht zusammengerührt mit Ihrem komischen, weiß ich nicht, was das für ein Deutsch sein soll. Meine liebe Herr, wir arbeiten zusammen mit ECM Broker. Wir machen nicht Profite von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne.
Wenn Sie Profite machen, wir machen Profite auch. Wenn Sie Verluste machen, wir verlieren auch. Deswegen jeder versucht mit der Firma Broker zu arbeiten. Und ja, Sie haben diese Möglichkeit, diese Gelegenheit zu benutzen und etwas Geld zu profitieren, etwas Geld zu machen. Mhm. Okay? Und wir fangen an mit einer kleinen Prozent, mit 0,06%. Und andere Firmen nehmen mehr Prozent von ihrer Investition, von ihrem Geld. Deswegen, wir sind nicht die gleiche, okay? Und wir arbeiten zusammen mit A-Investing. A-Investing ist eine lizenzierte und regulierte Plattform. A-Investing hat schon 14 Lizenzen und wir sind auch unter BaFin registriert und kontrolliert. BaFin kontrolliert und unterstützt alle die Banken in Deutschland. Es ist sehr wichtig für Sie, wenn Sie mit einer Firma arbeiten, die hat schon unter BaFin eine Lizenz. Okay? Haben Sie mir verstanden? Das habe ich verstanden, ja, so halbwegs. Sehr gut. So, wann können wir das mit Computer benutzen? Also es ist ja sehr, sehr schön und zuvorkommend, dass sie sich ja, rückversichert, ob ich sie verstanden habe. Naja, ich glaube, sie versteht aber nicht so richtig, was ich von mir gebe. Denn sie macht einfach, ja, kontinuierlich weiter in ihrem Skript. Ohne Sinn und Verstand rattert sie ihren Text darunter und, naja, vor allem der heiße Tipp mit A-Investing ist hier auch wieder Gold wert. Denn A-Investing ist eine Firma, die schon bekannt ist. Und zwar nicht positiv, sondern negativ. A-Investing ist auch der BaFin bereits bekannt und nicht unbedingt ein unbescholtenes Blatt, denn bei A-Investing bekommt man seine ja, Investitionen nicht wieder ausgezahlt. Man kann dort seine 250, 500 oder 1000 Euro einzahlen und man bekommt ja auch einen tollen Probemonat. Am Ende ist das Geld aber weg. Ich verstehe nur nicht, dass die Betrüger seit ja, neuestem, das ist ja jetzt hier nicht das erste Video, mit A-Investing Werbung machen und ja, die als gut empfinden. Sie sind's ja nun mal nicht. Ich verstehe es nicht. Aber das Problem ist, wenn ihr jetzt angerufen werdet und ihr kennt diese Videos hier nicht, dann, naja, dann wisst ihr jetzt auch in erster Linie nicht unbedingt, dass das Ganze Betrug ist. Man weiß natürlich, dass irgendwas nicht stimmen kann, wenn da jemand ist, der so gebrochen Deutsch spricht. Aber das Problem ist, viele verlassen sich eben darauf. Ja, und dann, also viele verlassen sich darauf, dass das kein Betrug ist, dass man, ja, weiß ich nicht, einen Segen am Telefon bekommt. Nur dann ist halt die Kohle weg, wenn man solche Leute ans Telefon bekommt. Die haben nur euer Geld im Sinn. Die wollen einfach nur an euer Konto. Alles andere spielt hier gar keine Rolle. Die wollen euch nicht beraten, die wollen euch mit nichts helfen. Ja, außer euer Konto irgendwie ein bisschen leerer zu bekommen, indem ihr euer Geld auf deren Konto überweist. Das war's aber auch schon. Mehr steckt hinter diesen Anrufen nie. Stimmt jetzt, ja? Und wozu brauche ich den jetzt? So, ich werde Ihnen nur ein Investing präsentieren, okay? Es ist die Plattform, Entschuldigung, wir zusammenarbeiten. Es hat schon 14 Lizenzen und wir sind auch unter BaFin registriert und kontrolliert. So, meine lieben Herren, gehen Sie auf Google. Und dann? Dann schreiben Sie dort investing.eu. Ich werde Ihnen nur Fakten zeigen, nur die Lizenzen, die Regulation. Danach über Investitionen und über Geld können Sie auch mit unserer Expertin reden. Wir arbeiten hier auch mit unserer Expertin, die hat schon Studium für dieses Thema gemacht hat. So, sie erklären Ihnen besser als ich, okay? Na, dann los. Okay, dann gehen Sie auf Google. Ja, was soll ich denn da jetzt schon wieder? So, schreiben Sie a-investing.eu. Okay, schreiben Sie dort. A, wie Anton. Ich bin schon drauf. Ich bin nicht so begriffsstutzig wie Sie. Wo sind Sie gerade? Sag mal, wo haben Sie dich eigentlich aufgekratzt? Haben Sie dich irgendwie von einem Verkehrsunfall weggeschleift und in ein Callcenter getackert oder was soll das? Nur einmal bitte, ich habe nicht sehr gut verstanden. Ja, das merke ich. Wo sind Sie momentan?
Gibt es da bei Ihnen eigentlich auch intelligente Mitarbeiter oder nur so Leute, die eigentlich nichts können? Ich werde Ihnen mit einer professionellen Beraterin verbinden. Ach, und jetzt spricht einfach jemand anders und Sie haben die ganze Zeit schon illegalerweise zugehört oder was? Schon mal was von Datenschutz gehört? Nein, aber vielleicht die Leitung. So, meine liebe Herr, erstens, ich werde Ihnen iInvesting präsentieren. Danach, Sie können auch mit unserer Expertin reden, okay? Ich dachte, jetzt kommt hier jemand Intelligentes ans Telefon. Ich bin eine Signalgeberin hier und ich arbeite auch mit unserer Expertin, okay? Erstmal, ich werde Ihnen nur iInvesting präsentieren. Ja? Na, dann wir los. Zusammen. Ja, also unsere nette Blitzbirne ist ja hier total überfordert. Die versteht überhaupt nicht, was man sagt. Man redet schon ganz offen und klar über Betrug, dass das ja alles nicht vernünftig sein kann und was das hier überhaupt soll. Und ich meine, das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Also die labert und labert und labert und da kommt nichts Sinnvolles bei rum. Also sie weiß ich nicht, was das werden soll. Und das Schlimmste ist, dann kommt einfach noch eine andere ran, die auch nichts versteht. Also ich verstehe es nicht. Vor allem, Also auffälliger geht ja Betrug eigentlich schon nicht mehr. Und unseriöser eigentlich auch nicht. Dass da zwischendurch auf einmal jemand Neues in der Leitung ist, der da gar nicht hingehört. Und dann ist schon wieder die andere dran. Also das spricht ja dafür, dass die andere schon das Headset auf dem Kopf hat und nur darauf wartet auf ihren Einsatz. Aber ja, also seriös ist das definitiv nicht. Also nicht mal im Ansatz. Nicht mal, wenn man nach der Seriosität irgendwie suchen würde, würde man die hier finden. Ich find's einfach nur grauenvoll. Ganz, ganz schlimm, dass man hier so beschissen wird, ohne Wenn und Aber. Die geben sich wirklich kein Stück Mühe. Hauptsache, die haben irgendwie euer Geld bekommen. Wahnsinn. Ich finde es wirklich absolut krass. Naja, aber ein bisschen geht das Telefonat hier noch. Meine liebe Herr, heißt es, Sie sind in Google, ja? Oh Gott. Deswegen. Also, irgendwie musst du eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt haben, oder? Glaubst du eigentlich selber an den Scheiß, den du da vorliest? Sie haben gesagt, dass Sie auf Google sind, oder? Irgendwas scheint bei dir nicht ganz im Köpfchen zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie man auf diese dumme Idee kommt, mit so einem absoluten Kakerlakendeutsch die Leute zu verarschen. Das funktioniert doch bei keinem, oder? Fallen da viele Leute drauf rein? Was hast du so gesagt, weil ich habe ganz schlecht gehört. Das heißt Sie und nicht du. Und was machen Sie jetzt in der Leitung? Sie haben überhaupt nicht am Telefon zu sitzen und einfach zuzuhören. Darüber muss ich unterrichtet werden. Mein Gott, lieber, ich habe gesagt, nur einmal. Ich bin hier nur ein Signalgeberin. Nee, das haben ja nicht Sie gesagt, das hat die andere Tante gesagt. Und haben Sie schon mal was von Datenschutz mein gehört? Mein Gott, machen Sie Spaß oder was? Nee, klinge ich irgendwie lustig oder was? Digga, bitte. Und machen Sie nicht niemals im Leben Spaß, okay? Um Gottes Willen, deine Intelligenz, die reicht ja wohl wirklich nur zum Vögeln, oder? Pissig, Alter. Ja. Absoluter Wahnsinn. Also, da kommt auf einmal schon wieder die andere Tante ran, weil die erste wieder überfordert ist und kein Stück versteht und die zweite ist ihr Herz allerliebst. Dass der Kunde hier nach dem ersten Gespräch, also oder dem ja, ersten Teil des Gespräches mit der ersten netten Tante komplett am Durchdrehen ist, ist ja, glaube ich, wohl logisch. Schlimmer geht's eigentlich kaum noch. Naja doch, wir sind hier auf Callcenter-Abzocke und schlimmer geht's hier leider immer. Aber das ist hier schon, das grenzt ja schon tatsächlich an Körperverletzung. Mal ganz abgesehen von der Stimme, dafür kann sie ja vielleicht nichts. Ja, oder kann halt auch wirklich nichts für ihre Stimme, ist halt so. Aber wirklich, solche Leute haben doch nichts am Telefon zu suchen. Wahnsinn. Tja, und das Schlimme ist, es funktioniert. Menschen zahlen hier ihr Geld ein. Tja, gucken wir gleich mal weiter zum nächsten Telefonat.
Übrigens, relativ neu auf unserem Kanal, die meisten haben es sicherlich schon mitbekommen, es gibt jetzt auch Kanalmitgliedschaften auf Callcenter Abzocke. Mit einer Kanalmitgliedschaft könnt ihr den Kanal finanziell unterstützen. Ihr bekommt in Live-Chats und in Premieren-Chats sowie in den Kommentaren der Videos jede Menge neue Emojis, die hier an das Kanalthema angelehnt sind. Außerdem gibt es für die Mitgliedschaften auch den ein oder anderen Beitrag in dem Community-Tab, der nur für die Premium-Mitglieder ist. Ansonsten, wichtig ist aber hierzu auch zu sagen, niemand verpasst irgendwelchen Content, der mit dem Betrug hier zu tun hat, wenn er die Mitgliedschaft nicht hat. Die Mitgliedschaft unterstützt lediglich den Kanal, damit die Videos hier in Zukunft immer weiter besser werden können. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Ja, hallo? Hallo, rede ich mit Homes Actual? Ja. Ja, hallo Herr Actual, ich grüße Sie. Ich heiße Christian Herrmann. Ich bin ein angestellter Account Manager bei der Handlungsplattform von Trade Union. Sie haben sich vor unserer voreigenen Zeit, gerade eben, denke ich, auf unserer Webseite angemeldet und Sie haben Interesse für Investing und Trading gezeigt. Ist das richtig? Ja, kann sein, ja. Ja, okay, kann sein. Wunderbar. Also Sie waren, bei mir steht an, dass Sie sich frisch angemeldet haben bei allprofits.de. Ja, also schnell sprechen kann er hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wieder einer von der Sorte ist, der möglichst viel Provision abgrasen möchte und deswegen sein Skript da einfach total runterrattert. Nur das macht ihn ja nun nicht unbedingt verständlicher. Ist auf jeden Fall wieder eine Form von, ja, weiß ich nicht, Geld ist geil. Aber auf jeden Fall hilft das dabei, dass die meisten, denke ich mal, auch gar nicht so richtig verstehen, was der von einem will. Und legen dann auf. Ich hoffe zumindest, dass das die Regel bei ihm sein wird. Die allermeisten Menschen werden natürlich auch auflegen. Das Problem ist, es gibt immer wieder den einen oder anderen, der dann da doch zuhört. Und von daher immer wieder nur der Rat, legt auf, wenn ihr die Leute am Telefon nicht kennt und euch das Ganze irgendwie komisch vorkommt. Einfach auflegen, ihr müsst da nicht nett sein. Denn letztendlich, wenn man sich unsicher ist, die Person gegenüber, die ist höchstwahrscheinlich auch nicht nett. Weil Betrug hat nichts mit Nettigkeit zu tun. Legt einfach auf, es ist Selbstschutz. Was soll euch schon passieren? Jeder, der was Wichtiges von euch möchte, der kann euch einfach einen Brief schreiben. Haben Sie dort ein bisschen vielleicht gelesen? Haben Sie vielleicht irgendwelche Infos über unsere Handlungsplattform gefunden? Und generell interessiert Ihnen generell heutzutage das Thema Investing und Trading? Das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. Ja, also... Okay, Sie können ja halt einfach anfangen zu erzählen, wie sind Sie überhaupt dann auf die Webseite gestoßen? Ja, über Facebook. Aha, Sie sind durch Facebook gestoßen. Okay, interessant. Und welche Infos haben Sie dann mitbekommen auf die Facebook-Seite? Na, was bei Facebook jetzt stand. Also generell, welche Infos haben Sie dann gelesen? Ja, dass das da mit Trading ist und Kryptowährung und so. Ja, genau. Ich dachte, ich guck mal. Okay. Und haben Sie dort irgendwas über die Minimalbeträge vielleicht gelesen, die mit denen wir hier unsere Handelsplattform arbeiten? Okay. Okay, das kann ich Ihnen. Haben Sie jetzt? Ich schätze, Sie haben jetzt auch ein bisschen Zeit zu sprechen, ne? Kann ich Ihnen auch gerne erzählen. Also wie gesagt, unsere Handelsplattform heißt Trade Union. Und eine ganz schnelle Frage kommt auf diesen Moment: Haben Sie schon vorher Erfahrung bei Investing und Trading oder ist das Ihre erste Mal? Nö, ist das erste Mal. Okay, erste Mal, wunderbar. Interessant. Tja, also grundsätzlich sollte man sich eins fragen. Niemand ruft an, oder warum ruft der überhaupt an, um mir irgendwas Tolles mitzuteilen? Ne? Also niemand ruft euch an und wird euch irgendwie Geld schenken wollen. Das ist soweit, denke ich, eigentlich klar und logisch. Aber die ganzen Fragen hier, die ergeben auch keinen Sinn. Die, ja, klar, passen die zum Thema, das Alter, der Job und sowas, das kann alles sein. Aber warum sollte man die jetzt in diesem Gespräch diese Informationen geben? Macht das nicht, weil es bringt einfach nichts. Wozu soll der wissen, was ihr beruflich macht? Für ihn ist das wahrscheinlich einfach nur die Möglichkeit abzuschätzen, wie viel Geld ihr ungefähr verdient. Mehr kann es ja eigentlich gar nicht sein, denn die Frage, die ja, hat ja nichts mit dem Investieren selbst zu tun. Und was man sich auch immer wieder vor Augen halten sollte, Trading oder auch Aktien ist hochspekulativ. Die Kohle kann jederzeit weg sein, die man da einzahlt. Selbst wenn es ein legales und sauberes Geschäft ist, ist da keine Garantie, dass man Geld verdient. Das gibt's einfach nicht an der Börse. Man kann bei der Börse keine Sicherheiten haben. Die gibt's nicht. Auch keine Leute, die irgendwas wissen oder sowas. Nein, das ist alles unmöglich.
Denn der Aktienmarkt, der entwickelt sich durch alle Teilnehmer am Aktienmarkt. Und sobald ja, ein Großteil verkauft oder kauft, das kann man vorher alles nie genau wissen. Also ihr könnt ja nicht Millionen Menschen irgendwie vorher fragen, was die jetzt machen werden und wann sie es genau machen werden. Also von daher ergibt es jedes Mal keinen Sinn, was die hier so erzählen. Der hier, der hat es ja auf jeden Fall ziemlich eilig und will einfach nur sein Skript runterrattern. Ja, einfach nur verwerflich. Hier könnte es tatsächlich sein, dass der ein oder andere einfach mitspielt. Sobald man die ja, normalen Antworten dazu gibt und einfach dem Skript entspricht, ist der Betrug relativ ja, in Sack und Tüten. Das ist das Problem. Sobald man da mitspielt, fließt man da einfach mit rein in den Betrug. Das Ganze hier ist, die wollen euch nicht bei einer Kontoanmeldung helfen. Die wollen euch nur dabei helfen, dass ihr denen euer Geld schenkt. Das war es eigentlich schon. Das ist der Grund des Anrufs. Und ja, unser Handelspartner MyTrade Union. Und eigentlich ist das überhaupt kein Thema, dass sie keine vorherige Erfahrung bei Investing haben, weil wir gehen eigentlich, ich kann Ihnen jetzt auch eine Statistik sagen, fast 90% von unseren Kunden sind genau solche Kunden wie Sie, sind Neulinge bei diesem Bereich, so haben keine vorherige Erfahrung bei Investing und Trading. Und wir bieten genau für solche Kunden eine Möglichkeit, bei uns mit einer lizenzierten und bereits erfahrenen Finanzberater zu arbeiten. Ich gehe davon aus, Sie haben auch nicht auf die Webseite gesehen, dass es so eine Möglichkeit bei uns entsteht, oder haben Sie schon das gelesen? Nö, nee, die ist weggegangen, die Webseite, da gab es irgendwas mit. Okay, dann kann ich Ihnen das auch gern erklären. Also schauen Sie. Also was bedeutet das überhaupt, mit einem Finanzberater zu arbeiten und wie bekommen Sie dann den Zugang, dass Sie mit so einer angestellten Broker arbeiten überhaupt? Also der Minimalbetrag, kann ich Ihnen jetzt direkt sagen, liegt bei uns und das ist 250 Euro. Hätten Sie ein bisschen auch weiter gelesen auf die Webseite, hätten Sie das definitiv gefunden. Also 250 Euro ist der Minimalbetrag, bei dem wir hier arbeiten. Also das bedeutet, falls Sie bei uns eine Kundschaft bekommen wollen, bei unserer Handlungsplattform, dann müssen Sie diesen Minimalbetrag auf Ihre Handlungskonto zuweisen. Dieser Handlungskonto steht natürlich unter Ihrem Namen und Sie haben jederzeit Zugang zu Ihrem Handlungskonto und natürlich Ihrem Geld. Danach würden Sie innerhalb von den nächsten 24 Stunden nach der Aktivation von Ihrem Handlungskonto kontaktiert von einem Finanzberater. Der Finanzberater wird dann mit Ihnen sprechen, der wird Ihr Handlungskonto zu Ende aufstellen und direkt vor Ihren Augen mit Ihnen aufs Telefon anfangen, auf Ihr Handlungskonto ein paar Positionen auf dem Markt zu kaufen. Entweder sind das verschiedene Kryptowährungen, vielleicht gibt es auf die Börse Aktien kaufen, aber das ist alles abhängig davon, was für eine tägliche Analyse der Finanzberater dann macht. Und dann fängt an, Ihre sozusagen 3 Wochen Testzeit bei uns auf dem Handlungsplattform. Sie können während dieser Zeit einfach unsere Bedingungen testen, ob das wirklich irgendwas für Ihnen ist, ob Ihnen die Geschäftsbedingungen gefallen, ob Sie zufrieden sind mit der Dienstleistung, die wir hier anbieten. Und dann können Sie ja halt entscheiden, ob Sie wirklich dann weiterarbeiten wollen oder ob Sie Ihre Handlungskonto stornieren wollen. Wenn Sie die Entscheidung treffen, dass es doch nicht für Ihnen ist, Sie würden dann, Ihre Handlungskonto, wie gesagt, wird storniert, Ihre Dateien würden gelöscht und Ihr Initialbetrag wird zurücküberwiesen, genauso wie 90% von Ihrem Gewinn. Ja. Der Initialbetrag, der wird dann zurücküberwiesen, wenn ich das Ganze nicht mehr möchte. Ganz logisch. Genau das passiert eben nicht. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ist die Plattform direkt offline und meldet sich nie wieder. Telefonisch könnt ihr sie sowieso nicht erreichen. Ja, oder im schlimmsten Fall rufen die nochmal bei euch an und ihr finanziert nochmal nach, weil es angeblich gerade so gut läuft. Tja, aber auszahlen kann man da nicht. Und mit Geld testet man nichts. Mit einem Demokonto und Spielgeld testet man, aber nicht mit seinem echten Geld. Wenn man mit seinem echten Geld das Ganze testet, ist das Ganze schon zu spät. Die locken einen immer damit, man kann es ja erstmal ausprobieren und wenn man das Ganze nicht mehr möchte, dann überweist man sich das Geld einfach zurück auf sein Konto. Naja, aber genau da liegt doch der Haken. Man kann sein Geld nicht mehr zurücküberweisen. Habt ihr erstmal das Geld eingezahlt, dann ist es weg. Naja, nicht weg, irgendjemand fährt halt mit einem Porsche dann dafür rum, ne? Also, aber die Kohle ist erledigt, ihr seht die nicht mehr wieder. Und bei den allermeisten Menschen wird es in der heutigen Zeit so richtig wehtun, wenn da 250 Euro einfach mal so komplett verplempert wurden. Dafür müssen manche Leute so richtig lange arbeiten. Ich meine, die hier nur 5 Minuten. Ja, oder eine Stunde, je nachdem, wie lange das Gespräch dauert. Aber, naja, die Marge bei denen beträgt genau 100%. Ja, und das ist eben das Ziel der ganzen Geschichte. Einfach nur eure Kohle nehmen, aber keine Leistung dafür liefern. Was auch wichtig dabei zu wissen ist, der Finanzberater ist ja halt keine kostenlose Geschäftsbedingung, also im Sinne von, Sie müssen hierbei keine
wie kann ich das erklären? Sie müssen keine Fixkosten bezahlen. Im Sinne von, Sie müssen nicht jeden Monat irgendwelche Betrag erreichen, damit der Finanzberater mit Ihnen weiterarbeitet. Der Betrag, was der Finanzberater bekommt, ist ein Teil von dem Gewinn, der er auf Ihrem Handlungskonto erwirtschaftet. Ist das für ihn klar? Mhm. Ja, und die der bekommt 10%. Also sagen wir theoretisch, er wirtschaftet 1.000 Euro auf Ihrem Handlungskonto, dann bekommt er 100 Euro und Sie bekommen die restlichen 900. Mhm. Ja. Also das hier sind die Geschäftsbedingungen von unserer Handlungsplattform. Haben Sie jetzt irgendwelche Fragen? Nee. Was muss ich denn jetzt machen? Also schauen Sie. Aber ich würde Ihnen gern auch persönlich kontaktieren. Ist das in Ordnung, wenn ich Sie vielleicht per WhatsApp schreibe oder auch per E-Mail geht das auch? Ich kann Ihnen einen Link zu unserer Webseite schicken und Sie können auch auf unserer Webseite anschauen. Dort stehen auch alle möglichen Informationen und natürlich auch unser Handlungsplattform ist dort auch zur Verfügung. Ja, ich bin jetzt auf Ihrer Webseite drauf. Aha. Sie sind auf die Seite von Trade Union. Verstehe ich gerade richtig? Unsere Webseite heißt Trade Union und Sie sind wahrscheinlich dann auf oilprofits.de. Oilprofits.de ist eine sozusagen Partnerfirma oder Partnergesellschaft von unserer Handlungsplattform. Die reklamieren halt unsere Werbungen von unserer Handlungsplattform. Verstehen Sie? Kennen Sie die Seite Moment, wie heißt es? Kilian Invest? Sagen Sie nochmal? Kilian Invest? Ja, das ist auch einfach eine sozusagen eine Plattform, die unsere Webseite reklamiert. Achso, die gehören zu Ihnen? Also die gehören nicht zu uns, die sind einfach ein Partnergesellschaft von uns. Achso. Also unser Partner im Prinzip. Mhm. Eine schnelle Frage, Sie haben unter dieser Nummer kein WhatsApp, verstehe ich gerade richtig? Mhm. Mhm. Kann ich Ihnen dann per E-Mail schreiben? Ja. Ja, was ist dann Ihre, Ihre E-Mail ist dann homersxl@outlook.de, richtig? Ja. Ja, okay, wunderbar. Dann bin ich gerade dabei, Ihnen eine E-Mail zu schreiben. Währenddessen frage ich nach, seit wann haben Sie dann überhaupt diese Interesse für Investing und Trading? Oder ist es so ganz spontan, haben Sie sich entschieden, auf unsere Webseite zu gehen? Ja, hatte ich gerade eben erst Bock so. Okay, verstehe ich. Mhm. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich muss aus gesetzlichen Gründen auch nachfragen, wie alt Sie sind, weil wir dürfen auch nicht Minderjährige arbeiten. Ja, 29. Aha, Sie sind 20. 29. Ah, 29, okay, jetzt verstehe ich. Sie haben einfach eine junge Stimme, ich habe mich einfach ein bisschen gewundert. Ich bin gerade dabei, Ihre Handlungskonto, also Ihre Dateien aufzustellen. Sie müssen einfach einen kurzen Moment Geduld haben. Mhm. Darf ich fragen, haben Sie vielleicht auch Bekannten, die das alles machen? Im Sinne von, manchmal habe ich Kunden, die auch sozusagen, wie kann ich das erklären, die von Ihren Bekannten empfohlen wurden, eine Handlungskonto zu öffnen bei uns. Wir haben das auch relativ oft. Aber ich gehe davon aus, Sie haben einfach sehr zufällig drauf gestoßen. Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Mhm. Aha, Moment. Schreib dann unter Thema Trade Union Sign-In. Mhm. Okay, Moment. Mhm. Ich habe Ihnen jetzt die Zugangsdaten geschickt per E-Mail. Sie können sich das auch gerne anschauen. Um welchen Bereich arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ist das so ein Bereich von auch, die auch irgendwas mit die Finanzbereich zu tun hat oder arbeiten Sie in komplett anderen Bereichen? Ja, ist ein anderer Bereich. Aha. Um welchen Bereich, wenn ich fragen darf? Betrug. Und dann hat er sich ganz, ganz schnell verkrümelt. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich im Bereich Betrug arbeite. Er hat ja gefragt, was ich beruflich mache. Ja, da kam ihm das Ganze dann wohl irgendwie ein bisschen spanisch vor und hatte dann wohl Angst. Ich weiß es nicht. Oder er hat sich selber irgendwie angesprochen gefühlt. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wichtig ist, dass ihr WhatsApp nicht rausgebt, eure Telefonnummer nicht irgendwo angebt, wo man nicht unbedingt seine Telefonnummer angeben sollte. Ja, und dass ihr auf jeden Fall einfach aufpasst, wo ihr eure Daten hinterlasst. Denn, naja, man kann schneller von solchen Betrügern angerufen werden, als einem lieb ist. Die Daten müssen nur einmal dazu in Umlauf geraten und schon klingelt euer Telefon und ihr habt solche netten Leute dran.
Hier muss man dann natürlich selber noch schalten, sobald jemand am Telefon ist. Das ist das Wichtige. Und aus diesem Grund machen wir natürlich auch die Aufklärung. Von daher teilt sehr gerne die Videos überall in Social Media, auf Facebook, Instagram, Twitter und was es da so alles gibt. Schickt die Links gerne weiter an eure Bekannten, damit jeder eben informiert ist, was es so für Betrugsmaschen gibt. Und damit ihr darauf nicht reinfallt und natürlich auch niemand aus eurer Familie. Wer mag, kann gerne nochmal bei Social Media gucken. Facebook, Instagram und Twitter. TikTok haben wir noch. Die Links findet ihr direkt in der Videobeschreibung und natürlich direkt auf unserem Callcenter-Abzocke-Profil von YouTube. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.